Von mir aus können wir aber starten. Wenn ihr wollt. Nice. Ja, 40, runde Summe, geil. Blablabla. So, wenn da das noch dauert, pinne ich hier oben alles an. Man muss nicht wissen, was ich hier. Ich bin halt unkreativ. Alles offen hatte. So. Okay. Das müsste im Bereich des Möglichen liegen. Ja, da geht mir auch gerade. So, so. Ich habe drei Sachen gemalt, zwei finde ich okay. Bin zufrieden. Werde ich gerade so. Snack. Ich bin verwirrt. Klassiker. Also ich habe irgendwo was mit Namen in meinen Themen. Muss ich das zumindest lassen. Jetzt beim Zeichnen oder beim Schreiben? Das, was ich gesehen habe gerade, fand ich kreativ. Falls das Thema war, finde ich noch. Wie soll ich das denn zeichnen? Ja, gut. Und so. Man müsste erkennen können, wo es geht. Kreise für die Füße. Ich hab's versucht. Denke ich mir auch. Wille war da. Ja, ich denk's mir auch. Ich hab nach dem mal eine Frage. Ich hab's versucht, nach der Leute. Runde. Ja. Ich hab's versucht. Ich hab auch alles gegeben. Können wir ein bisschen mehr Zeit kriegen, bitte? Nein. Komm. Okay, ist doch in dem Spiel. Also das Thema ist auch komisch, aber okay. Ja, dachte ich mir bei beiden Themen, die ich bekommen hab. Hallo David. Hi. Hallo. Und dann ist, hat er ein anderes Mikrofon als sonst? Nee, es ist noch im Klo hinten. Genau. Er brüllt ein bisschen lauter, damit wir trotzdem hören. Ja. Macht er ganz oft zu. So. Auflösung. Alle ready? Auflösung, ja. Ja. Jetzt. Das ist mein Thema. Ich war nicht relativ. Anzeigenmodus Manu. Let's go. Mischung aus Dodo und Mensch. Oh. Naja, okay. Gut. Ich glaube, das ist nicht durchgekommen. Nee. Nee, das ist nicht durchgekommen. Nein! Dino mit den Klamotten von Super Mario. Die gleiche Zeit. Dino, Dodo, gleich. Schaut mal auf, was ich dazu geschrieben habe, was er da kommt. Oh, oha! Nice. Oha! Picasso! Wie war das mit dich? Kann ich zeigen? Mario Zilla. Oh, nicht schlecht. So, von wem kann der Hulk? Man küsst einen Hamburger, weil Liebe zu essen. Das hab ich gekriegt. Nein. Das hab ich verstanden. Der macht doch extra nicht schon so. Jemand kostet Hamburger. Jo. Ich wusste nicht, wie ich es zeichnen soll, dass er den Hamburger knutschen will. Ich wollte die einzelnen Bestandteile so zeichnen, weil ich nicht. Das ist so schwierig. Oh. Typ schießt mit Big Mac auf Big Mac. Zeichne gut, grad nicht mehr so gut. Geil. Oh, das Thema. Kleiner grüner Strich. Oh, das habe ich gut erkannt. Oh, das war doch viele Ideen. Ein grüner Strich. Das konnte man gut erkennen. Ich habe nur einen Strich gesehen. Hallo, Bernd. Ich glaube, da kam noch was anderes an, oder, Janni? Ey, wechsel Mikrofon. Ein krasser grüner Balken. Hey. Lol, das Bernd, Alter. Das läuft ja. Aber ein so leicht ist. Ich hab keine Ahnung, was mit David ist. Der ist wirklich da hinten im anderen Bereich des Raums. Das ist auch Toilette. Oh, lol, ist dieses Mikro dran? Ja, lol. Man wird von Geist heimgesucht. Jawohl. Ah. Ne? Easy Snack. Ach so.
Oh. Hört man mich jetzt besser? Ein bisschen. Ein bisschen. Okay, das ist nämlich mein Headset. Ich hab eine Frau gemacht. Geist erschreckt Kind beim Schlafen. Das soll ein Kind sein? Fast, Gabo, Gabo, fast. Zudem übrigens, wie kann man ihn beim Schlafen erschrecken? Das bemerkt er doch gar nicht. Also wenn da so eine Explosion beispielsweise gegenüber von mir ist, ich erschrecke mich sehr wohl beim Schlafen. Netter Geist erschreckt Frau, die pennen will. Komisch, vom Mann zum Jungen und vom Jungen zur Frau. Hulk und Schreck heiraten. Ah, du hast das. Das sollte Schreck sein? Das kam nicht durch. Nee. Hulk und Alien gleich glückliches Ehepaar. Ja, ich wusste nicht, wenn Schreck malen soll. Ja, Noga. Ja, wie malt Noga? Ich dachte, der hatte irgendwie so weiße Pullover und eine braune Hose. Hulk so. Liebt Aliens. Aber guck mal, das kam durch. No. Was? Dann nehme ich das einfachste Thema, was ich habe. Ja, alles bestens bei dir. Auch alles. LOL, Bert ist ja hier. Ja. Guten Morgen, Sven. Jawohl. Bert, oh mein Gott, der Bert ist da. Oh mein Gott. Der Bert, jawohl. Moin, Danny, was geht? Moin. Du bist so selten da. Danny. Ich bin selten da. Ich auch. Einmal alle zwei Jahre, ne? Ja, nützt ja nichts. So. Are you ready? Ja. Ah, du, ich bin ready. So, ich habe das einfachste Thema genommen, was ich hatte. Was ich muss ich da irgendwie einen Satz, irgendwie einen Satz reinschreiben oder so, oder was? Ja, genau. Wir müssen das dann zeichnen. Okay, okay. Du überlegst irgendwas, ein anderer muss das dann zeichnen. So, als würdest du stille Post gerade an den nächsten Beitrag geben. Ach so, okay. Machen wir so. Was ist schwierig? Meins ist schwer. Meins ist kacke. Ey, Mann, was ist das? So für mich, für meine Zeichenkenntnis. Komm mir das wahr? Ich mag dich nicht. Janik. Sorry, Janik. Also, ha, die sind schwarz. Sag mal, hättest du die nicht Scheiße, ich krieg das nicht Farbe zuteilen können? Bisschen erkennt. Ich hoffe, man erkennt, was ich gezahlt habe. Gleich in Tage. Große Kampf. Alter, keiner. Sag mal, hatten zwei Idioten dieselbe Idee? Ich habe das bekommen, was ich gezeichnet habe. Aber nur anders. No. Was dann für eine ganze Geschichte? Soll ich ein Buch schreiben da? Raus. Oh mein Gott, Alter. Das ist nicht wahr, Alter. War schön, Leute? Ja. Dafür ist das zu kreativ. Ich weiß nicht, warum das Ding so aussieht. Junge, einfache Sachen, bitte. Ich find's krass. Ich hab einfach die Vorlage genommen, die da stand, by the way. Also, oh, wie geil ist die Zeitung denn? Ist. Wer malt denn diese scheiß Bananen? Alter, wer ist denn T, Alter? Wer ist denn T, Alter? Was? Ich weiß es auch nicht. Wie soll ich das denn jetzt mal? Ich mach Strichmännchen. Mann. Ich hab 200 Sachen. Ich mach Strichmännchen. Hat mich hingeschrieben. Ja, die Frau braucht doch zwei Augen anstatt einem. Ey, kann ja auch eine Piratenfrau sein, also. Panik! Ja? Vielleicht ein Pirat. Angst, tot, verderben. Arr, ich bin ein Pirat. Boom! Oh. Auch immer diese Leute, die sich stumm schalten während des Spiels. Ich bin nur so reingeschissen, aber so doppelt, so dreifach. Wie schreibt man Brokkoli? Leute! Alter, der Brokkoli. Oh Gott, Svenny, das war kein Brokkoli. Der Brokkoli, Alter. Alle sind der gespannt. Brokkoli. Was wurde hier alles gezeichnet? Ist Bernd da? Ich bin mal gespannt, was Janik hat. Bernd ist raus, lol. Ja, mein Browser ist abgestürzt, deswegen bin ich raus. Ah. Irischer Wolfshund. Oh. Du warst das, du kleiner Diener, Alter! Ach so. Nein! Okay. So cool. Wolf multipliziert mit Clayblatt. Irgendwer hat das perfekt nachgezeichnet. Multipliziert mit Clayblatt? Ja. Oh. Irgendwer hat das perfekt nachgezeichnet. Ach so, das wurde dann so weiter. Wolf bringt Glück. Glück. Ja, das war kein Brokkoli sein. Das war kein Brokkoli. Ich weiß jetzt auch. Das war kein Brokkoli.
Ich hab's gerade noch im Stream gesehen. Netter Wolf gibt man Brokkoli. Brokkoli. Wo kommt eigentlich der Mann her? Ich weiß es nicht. Ich wollte sagen, dass er Glück bringt, also irgendwo hinbringt, aber keine Ahnung. Ja, ich sah nur einen Wolf kleben. Kind weint, weil man ihm Eis umhaut. Ah, Sven, ey. Umhaut! Oh mein Gott! Ist doch gut. Das ist gut geworden. Kind weint wegen Eis am Boden. Mann gibt ihm ein Fernglas. Hä? Warte mal. Ich dachte, das ist in der Hand ein Fernglas, Alter. Ja, moin! Hatte ich nicht, das habe ich nie zu Gesicht bekommen. Ich auch nicht. Oh. Typ schenkt Frau seine Hose, weil ihr Eis runtergefallen ist. Oh, ich hab's doch. Jetzt weiß, wo das herkommt. Ich will ja nichts sagen. Aber ich hab zumindest die Hälfte davon hinbekommen. Seine Hose ist weg. Er wird ja erkannt. Man bringt Frau Hose. Was ist Nimm? Also Nimm. Nimm? Ja, hier, Nimm. Ja, mit 2 M, bitte. Es ist nicht fertig geworden. Richtig. Affe trauert um Banane. Bitte was? Was? Das kam bei mir nicht an. Das kam bei mir safe nicht an. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Ist das ein Bumerang, aber... Riesenratte-Tee. Ich weiß, in was das verwandelt wurde. Ich wusste, mein Affe ist reingeschissen. Ich wusste, in was das verwandelt. Sieht so eine Ratte aus? Ja, pass auf. Pass auf. Das ist die Nase. Jetzt kommt der Superheld Theodor. Aber guck, wie sieht das Ratte ist gut. Rattensuperheld Theodor, Alter. Lol. Ah ja. Ja, super Ratte. Boah, ja, ich bin der Rattenball. Fragezeichen. Ich hab eine Ratte super gesehen. Ratte Theodor, und dann S für Superman, da dachte ich Super Ratte. Ja, super schlecht. Zahmer Löwe. Ich hab extra was Leichtes genommen. Was Leichtes? Ich bin verzweifelt. Du sollst nicht den Löwen lieben, der Löwe soll den Menschen lieben. Man liebt Löwe kleiner als 3. Ich hab ein bisschen verkackt. Das zieht sich durch. Ja, so. Kann ich gleich sagen, das zieht sich durch. Ach, da ist das Schwarz überhaupt richtig gemalt? Weil ich wusste nicht, ob ein Löwe so einen Puschel hat. Die haben so einen Puschel, aber der ist mehr so bräunlich. Man liebt ohrenlosen Tiger. Aus dem Löwen wurde ein Tiger, okay. Und die Streifen fliegen? Also, und Gabo, statt dass der Tiger Löwe zahm ist, Tiger ist gestreift. Tiger ist gestreift, das ist eine Tiger, das ist ein Löwe. So ein Tipp, ein Löwe hat auch noch eine Mähne. War Luigi mit den Klamotten von Wario? Ah, okay. Gut. Ja, das kam nicht Mähne durch. Ich hab's verkackt. Wollte nicht fett malen, aber irgendwie... Ich hab's Mario, halt. Super Mario, hat abgenommen und ist gewachsen. Und ich wurde da auch nicht fertig. Das war so easy. Ja. Jetzt bin ich fertig geworden. Ich bin nicht Wario fertig geworden. Und Waluigi. Nee, Waluigi hat so ein Elder stehen, so ein umgedrehtes Klo. Ja, ich dachte, weil dick und dünn. Ja, Tito. Ja, ich wollte noch ein Gleichzeichen machen, aber ich kam nicht mehr dazu. Waluigi und Wario. Also, by the way, ich hab dann das Bild von Shining. Nochmal. Ja, genau. Also, Gerber Wahl schläft am Strand. Bitte was? Keine aber Tiere mit ihm und er nimmt selber ein Tier. Wie soll er denn auch bekommen? Nee! Jetzt weiß ich, was daraus wird. Dumm Isel. Dumm Isel-Meter. Ich hab eine Banane am Strand gemalt. Aber das ist richtig gut geworden. Boah, das ist echt gut. Sick, Alter. Boah, das ist... Dumm Isel, das legendäre Pokémon. Das legendäre Pokémon, Alter. Guck dir Bilder an. Da gibt's Theorien. Ey, ihr habt alle Erfahrungen mit Dumm Isel zeichnen. Ja, ach, das ist auch einfach die Legende. Das liegt halb Simon.
Ja, und jetzt kommt's. Gelber Wal schläft am Strand. Mhm. Ja, das ist echt dieselbe Idee. Wie geht das? Einfach dieselbe Idee. War das der Beispieltext? Es war der Beispieltext. Gut, ich weiß, was da. Ja, weil ich ja dasselbe vorher bekommen hatte, konnte ich das erraten. Gelber Wal schläft am Strand. Ja, jetzt komm ich. Ich will nicht drüber reden. Dumm Isel am Strand, auch wenn es nicht so aussieht. Auch wenn es nicht so aussieht. Wie geil ist das? Dumm Isel am Strand chillen. Aus beiden gelben Wahlen wurde Dumm Isel. Und weißt du mal, ich glaube ich. Oh mein Gott, ey. Wie geil ist das? Ich will ja nichts sagen, aber im Wahl und Dumm Isel sieht nicht gleich aus. Oh, ich find wohl. Dummiesel ist Meter. Vor allem für ein Dummiesel war das doch viel zu groß. Ich muss wissen, wie groß es ist. Dummiesel ist groß, 1,50 Meter oder so. Dummiesel sind große Pokémon. 1,50 Meter. Aber also gleich. Seit wann achten wir auf Proportionen hier? Dummiesel ist aber, offiziell aber ein Wal ist 20 Mal größer als ein Dummiesel. Ja, aber ich deswegen wäre Dummiesel. Wie soll ich das auf so einem Bild sehen? Laut offizieller Lore ist Dummiesel 1,50 Meter. Aber trotzdem reicht das nicht an einem Walraden. Ja, weil wenn Gabi von der Proportion. Echt so. Wer achtet da bitte? Was für ein Dummiesel mit Wachstumsschub? Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so